dem Wohnzimmertisch liegen, Hans. Ich habe dir die Anzeige rot angestrichen. Wenn wir deine Unterlagen heute Abend fertig machen, könnte ich sie morgen zur Post bringen. Hast du gefunden? Ja. Kurt, hätte bald überging, also weiß mein Herz, ist doch tiefste, piefige Provinz. Ja, muss ja nicht für ewig sein. Ups. Außerdem ist Kleinstadt auch viel besser für die Kinder. Gute Luft, weniger Autos und nicht dieser ewige Krach. Zieht sich etwa zu den Schwaben, mein Söfchen? Hm? Allein diese Sprache und dann noch ein Kurort. Stell ich mir entsetzlich öde vor. Du kannst dich doch wenigstens mal bewerben. Seit Ewigkeiten hast du mir versprochen, dass du dich um neuen Job kümmerst. Und immer findest du irgendeine Ausrede. Wenn mir was wirklich Attraktives unter die Finger kommt, sofort, meine Schöne. Aber die zahlen ja noch nicht mal vernünftig. Auf dem Land ist doch alles viel billiger. Und vielleicht könnten wir auch ein Haus mit Garten finden. Ich kann Dabelstein im Moment nicht kündigen, meine Schöne. Nicht nach dieser üppigen Gehaltserhöhung, die er mir zu Füßen gelegt hat. Er hat was? Wollte sie eigentlich erst an meinem Geburtstag sagen, als kleine Überraschung für dich. Rat mal, wie viel er mir ab 1. Oktober drauflegt. Hm? Ja, sag irgendeine Zahl. Das, keine Ahnung. 1200 monatlich. Davon bleibt uns nach allen Abzügen leicht die Hälfte. Du kannst also unbesorgt mal wieder ein bisschen shopping gehen. Hm? Warum tut er das? Schätze, er hat einfach Angst, mich zu verlieren und beugt auf diese Weise meinem Absprung vor. Oder kannst du dir einen anderen Grund vorstellen, warum er mir das Geld ungebeten nachwirft, hm? Hallo, Anna. Darf ich? Warum können Sie mich nicht endlich in Ruhe lassen? Sagen wir, ich hatte Sehnsucht nach dir. Nachdem du mich neulich so herzlos verlassen hast. Was liest du denn da, Hübsches? Ah, Stellenmarkt für Manager. Hochinteressante Lektüre. Solltest du sehr genau studieren. Wer weiß, wie lange ich noch Lust habe, deinen Hans zu ertragen. Glauben Sie nicht, mit dieser Methode mich wieder in Ihr Bett zerren zu können? Wer spricht denn von dir? Ich denke lediglich laut über deinen Garten nach. Falls ich mich entschließe, deinen Mann vor die Tür zu setzen, werde ich ihn wohl oder übel wegen dieser albernen Unterschlagung seinerzeit vor den Kadi bringen müssen. Andernfalls zerrt er mich vors Arbeitsgericht. Das habe ich schon zu oft gehört. Es langweilt nicht zu Tode. Sicher wird er mir bei dieser Gelegenheit wieder die bittersten moralischen Vorwürfe machen. Dann kann ich nicht umhin, um ihn zu berichten, wie es um die Ehre seiner eigenen Familie steht. Zum Beispiel um die Treue seiner Frau. Sie bluffen doch nur. Meinst du? Heute Abend um 6 bei mir. Nein. Sei bitte pünktlich. Nur damit eins klar ist. Ich warte nicht noch einmal vergeblich auf dich. Wenn du also nicht kommst. Mami, warum weinst du denn? Was? Ich weine doch nicht, mein Spatz. Ich hab mich ein bisschen nachts gespritzt. Noch 5 Minuten, okay? Ich gehe dann jetzt, Carola. Mhm. Wenn Sie die Kinder gleich aus der Wanne holen müssen, ja? In Ordnung. Wann soll ich sie denn ins Bett bringen? Gleich nach dem Essen? Ah, vielleicht lesen Sie ihnen erst noch was vor. Ist ja noch früh. Und wenn mein Mann kommt, sagen Sie ihnen, ich bin bei einer Freundin. Es wird nicht lang dauern. In Ordnung, mache ich. Und Ihnen wünsche ich viel Spaß. Augen zu, meine Schöne. Hab eine kleine Überraschung für dich, sozusagen als Vorschuss auf meine Gehaltserhöhung. Carola? Na, hier bei mir. Ihre Frau kommt später. Sie ist mit einer Freundin verabredet. Wie? Heute? War das schon länger verabredet? Keine Ahnung. Sie hat mich erst heute Nachmittag angerufen. Sie hat nicht gesagt, bei welcher Freundin sie ist? Nein. Die Kinder sind jedenfalls im Bett. Ich brauche sie mich noch. Ich wollte eigentlich ganz gerne ins Kino gehen. Ja, natürlich. Das heißt, ich brauche sie nicht mehr. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Sicher wird er mir bei dieser Gelegenheit wieder die bittersten moralischen Vorwürfe machen. Dann kann ich nicht anders als ihm berichten, wie es um die Ehre seiner eigenen Familie bestellt ist. Zum Beispiel die Treue seiner Frau. Endlich keine Trinksprüche. Aber heute? Auf einen wunderschönen Abend.
auf den ich sehr lange gewartet habe. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen... Nicht, dass ich deine Fähigkeit zur Konversation unterschätze. Aber wir sollten deine kostbare Zeit nicht vertrödeln. Geredet haben wir weiß Gott genug. Bitte, ich kann das nicht. Mit mir schlafen? Du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Unser erstes Mal ist mir noch in bester Erinnerung. Aber was haben Sie davon, wenn Sie mich zwingen? Das erkläre ich dir ein andermal. Kommst du? Du solltest meine Geduld nicht überstrapazieren. Denk jetzt an deinen Mann und deine Kinder. Alles hängt jetzt von dir ab. Nein, nein, Gabi, ich wollte nur mal hören, ob sie zufällig bei dir ist. Bitte? Ja, sie ist wohl ein bisschen überlastet im Moment. Dann entschuldige die Störung, Gabi. Ja, dir auch. Tschüss. Was ist denn, mein Söhchen? Bin doch da. Die Mama kommt auch bald wieder. Ja, komm her. Ist ja gut. Gewollt.
ich als Erste seine Lebensfalle. Oder meinst du gleich mehrere? Also für jedes Zimmer am besten gleich zwei. Mach dich wohl lustig über mich. Wenn schon, denn schon. Ist das nicht Anna? Wo? Da links. Was macht ihr denn hier so ganz alleine? Halt mal an. Ja, wie denn? Wo denn? Einfach hier. Ja, wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Einfach im Taxi, ist gerade eingestiegen. Das war merkwürdig in dieser Zeit, findest du nicht? Vielleicht hat sie nur einen Spaziergang gemacht. Ganz alleine? Vielleicht soll ich Hans anrufen. Nein, das sollst du nicht, komm, Frau Reiter. Aber komisch ist es trotzdem. Sogar schon Schuhe geputzt vor lauter Unruhe. Sag's mir das nächste Mal vielleicht ein bisschen präziser, wie lange du abends wegbleiben willst. Ich habe ja nicht mal gewusst, wo ich dich erreichen kann. Wo warst du denn überhaupt? Ist schon nach 11. Anna? Wie siehst du denn aus? Was ist los? Anna, was ist denn passiert? So red doch, was ist los?